Hey, willkommen zurück. Heute reden wir über Augenkontakt und alles, was du zu diesem wichtigen Thema wissen musst. Schön, dass du wieder da bist. Heute soll es, wie gesagt, um das Thema Augenkontakt gehen. Ich habe in der Vergangenheit mal ein paar Videos dazu gemacht. Ist aber ein wichtiges Thema, deswegen spreche ich es gerne jetzt noch mal an. Augenkontakt ist einer der Basispunkte für die Kommunikation, für die erfolgreiche Kommunikation, für das erfolgreiche Sein mit Frauen. Aber, so wie das oft der Fall ist im Flirt-Business, sage ich mal, es geht hier nicht nur um den Kontakt mit Frauen, sondern es geht auch darum, dass du durch besseren Augenkontakt besser allgemein mit Menschen kommunizieren wirst, mit Menschen klarkommen wirst und anders von Menschen wahrgenommen werden wirst und dich auch anders fühlst in der Umgebung von anderen Menschen. Bevor wir jetzt loslegen, lad dir auf jeden Fall die drei mächtigsten Anziehungsschalter runter. Da erkläre ich dir, was genau Anziehung bei der Frau erzeugt. Das Ganze ist gratis für dich. Erster Link in der Beschreibung. Also Augenkontakt. Und ich kann das hier wunderbar mit der Kamera üben. Augenkontakt ist ein ganz wichtiges Thema. Warum ist das so wichtig? Über Augenkontakt erkennen wir innerhalb von kürzester Zeit, wen wir gegenüber haben, was das für eine Person ist. Und Frauen erkennen das nochmal viel schneller, denn wie du weißt oder vielleicht auch nicht, Frauen sind sozial sehr intuitiv, kriegen da sehr viel mit, wir Männer eher nicht so viel. Aber gut trainierte Männer im sozialen Bereich dann doch schon. Augenkontakt. Deswegen so wichtig, weil es auch eine Dominanzgeste ist. Das kannst du gerne mal probieren. Mach das mal, das habe ich ganz lange geübt, das mache ich heute noch immer, weil es wirklich witzig ist. Das ist so ein kleines Social-Experiment, was ich dir empfehlen kann. Wenn du unterwegs bist, allgemein, in der Bahn, auf der Straße, wenn dir Leute entgegenkommen, halt einfach mal mit diesen Leuten Augenkontakt. In der Bahn kann man das wunderbar beobachten, du hältst mit einer Person Augenkontakt, dann bricht, sagen wir mal, sie zuerst den Augenkontakt ab und dann wirst du sehen, dass diese Person dich nicht nochmal direkt anschaut. Weil in dem Moment, wo Augenkontakt gebrochen wird, ist Dominanz entstanden, ist geklärt, wer ist der Dominant in dieser Interaktion und wer der Unterwürfigere in dieser Interaktion. Das kannst du auch selbst herausfinden, indem du mal mit jemandem Augenkontakt aufbaust und vielleicht brichst du dann zuerst den Augenkontakt, weil du es jetzt noch nicht so oft gemacht hast und du wirst merken, es wird dir schwerfallen, diese Person nochmal anzuschauen, weil automatisch ist man dadurch in die unterwürfigere Rolle gekommen. Und das ist halt gerade im Umgang mit Frauen problematisch. Das ist das, was sehr viele schüchterne Männer machen, das ist sehr viele unerfahrene Männer machen, Männer, die sich nicht wohlfühlen mit Frauen machen, das ist sehr viel, dass sie mit Frauen schnell Augenkontakt brechen. Glaub mir eins, Frauen brechen unglaublich schnell Augenkontakt. Männer, da kannst du tatsächlich teilweise Augenkontakt-Battles haben. Ich hatte es noch nie mit einer Frau, ich bin noch nie mit einer Frau auf sie zugegangen und wir hatten dann noch quasi hier an diesem Punkt des Vorbeigehens noch Augenkontakt, außer sie stand auf mich. Mit Männern passiert das schon relativ regelmäßig, dass man sich trotzdem noch weiter anguckt. Ne? Das ist so ein auf Augenhöhe sich begegnen. Das ist auch so ein, hey, ich bin ein Mann, du bist ein Mann, gegenseitiger Respekt. Und du kannst mir glauben, wenn du so auftrittst, dann verhindert das auch, dass du zum Beispiel in Schlägereien gerätst, dass Leute dich angreifen, denn du wirkst automatisch weniger wie ein Opfer. Na, dieses Weggucken, dieses nach unten gucken, allgemein diese Kopf-nach-unten-Haltung, das ist eine Opferhaltung und wird auch so von den Leuten wahrgenommen. Und wird auch so von den Frauen wahrgenommen. Das heißt, in dem Moment, wo sie mit dir Augenkontakt aufbauen und du ihn dann vielleicht brichst als Erster, wissen sie relativ schnell, relativ direkt, was für eine Art von Mann sie da vor sich haben. Na, dann ist gleich geklärt, sie ist der Dominantere, du bist vielleicht der Unterwürfige. Und das macht einen riesen Unterschied. Hand drauf, glaub es mir. Deswegen, wenn du unterwegs bist in der Stadt, wenn du unterwegs bist irgendwo, brich nicht zuerst den Augenkontakt. Trainier das. Das kannst du ja einfach trainieren. Ja? Statt unterwegs auf deinem Handy rumzustarren, was auch nur wieder dafür sorgt, dass du eine schlechtere Körperhaltung dir angewöhnst. Denn auch auf das Handy gucken ist ja so eine Sache, ne? So eine schlechte Körperhaltungssache. Kannst du besser Augenkontakt-Duelle machen, so nicht das immer mit den anderen Leuten. Also wirklich, die Leute, die dir entgegenkommen, bau Augenkontakt mit denen auf und schau mal, was dann passiert. Schau mal, wer zuerst bricht. Versuch so lange wie möglich zu halten und irgendwann bist du einfach gut da drin. Und du wirst merken, du fühlst dich anders, wenn du wirklich diese Augenkontaktduelle gewinnst. Du fühlst dich anders. Du fühlst dich anders, wenn du den Augenkontakt hältst und nicht brichst. Vielleicht doch mit einem größeren Mann, mit einem stabileren, wuchtigeren Mann, wenn dir so jemand entgegenkommt. Denn je größer die Leute sind, desto eher tendieren wir dazu, wegzuschauen. Das kenne ich auch. Ich bin relativ groß und deswegen treffe ich selten Männer, die größer sind als ich. Aber ich treffe sie manchmal oder sehr viel breiter als ich. Und ich merke dann, dass meine automatische Tendenz manchmal auch ist, wegzuschauen. Aber gerade in diesen Fällen kannst du wunderbar üben, den Augenkontakt zu halten. Und wie gesagt, mit Frauen Augenkontakt zu halten ist viel einfacher, denn die brechen das viel schneller. Die halten diese Spannung, die da entsteht, viel weniger gut aus, als Männer das können. Das heißt, wenn du es mit Männern gut kannst, dann wirst du es auch mit Frauen gut können. Und das ist ein unglaublich starker Gesprächseinstieg. Nehmen wir mal an, ihr seid im Club oder du bist im Club und dann ist da so eine Frau und ihr schaut euch kurz an und du guckst sofort nach unten weg. Wahrscheinlich wird nichts weiteres draus
entstehen. Aber nehmen wir mal an, du schaust die Frau an, einfach mit so einem siegessicheren, leichten Grinsen im Gesicht. So im Sinne von, und das sind so Gedanken, die kommen mir dann in dem Moment, im Sinne von, okay, cool, so zeig mal, was du drauf hast. So ein bisschen so ein herausfordernder Blick und ich bleibe bei ihren Augen. Und ich breche den Augenkontakt auch nicht. Sie bricht ihn vielleicht zuerst, aber ich breche ihn nicht zuerst. Und das macht eine ganz andere Dynamik, einen ganz anderen Einstieg. Wenn du dann in das Gespräch einsteigst, ist es viel stärker, weil die Frau schon einen sehr guten ersten Eindruck von dir hat. Also wenn es darum geht, einen guten ersten Eindruck zu machen, dann ist Augenkontakt einer der wichtigsten Sachen überhaupt. Ich war mal bei der Bundeswehr im Büro und da war auch jemand so, also schon eine Respektperson, ein älterer Mann, Respektperson in Uniform. Und wir hatten auch so, wir sind uns auf Augenhöhe irgendwo begegnet, weil wir hatten wirklich Augenkontakt und der hatte schon eine gewisse Intensität, aber ich konnte diese Intensität aushalten. Ich kann diese Intensität in den meisten Fällen mittlerweile aushalten. Gut, je nachdem, manchmal habe ich Tageszustände, wo es mir nicht so, da bin ich nicht so way drauf, da fällt es mir schwerer, aber manchmal fühle ich mich wirklich komplett wohl in mir, bin wirklich in mir geerdet und dann ist es für mich kein Problem, diese Augenkontakt-Dinger zu gewinnen. Das hat auch was mit einer gewissen inneren Ruhe zu tun und die entwickelst du auch, wenn du dich an diesen Augenkontakt gewöhnst. Das kannst du auch mit Freunden machen, kannst du mit der Familie machen, aber wie gesagt, am besten kannst du es üben auf der Straße, im Alltag, wenn die Leute entgegenkommen, einfach mal Augenkontakt-Battle machen. Und das ist so interessant, was du dann siehst. Es ist so interessant, was passiert. Die meisten Leute, wenn du es gut machst, werden relativ schnell weggucken. Aber manchmal wirst du eine Herausforderung bekommen, der hat's drauf und dann spürst du selbst die Spannung, aber brich den Augenkontakt nicht ab, sondern trainier ihn. Das ist wirklich einer der Grundpfeiler für den Erfolg mit Frauen. Ich würde ein Blatt unterschreiben, auf dem du mir schreibst, wenn ich keinen ordentlichen Augenkontakt mit Frauen hinkriege, dann wird es mit Frauen nichts. Das würde ich unterschreiben und sagen, ja, genau so ist es. Wenn dein Augenkontakt absolut scheiße ist, also ich hatte mal zum Beispiel eine Frau bei mir. Wie gesagt, wenn eine Frau das macht, ist das in Ordnung, dann bei einer Frau ist es ein Zeichen von Unterwürfigkeit. Das ist alles gut. Also, ich hatte eine Frau bei mir und sie hat mich kaum angeguckt, sie konnte mich kaum angucken. Und das fand ich auch nicht geil, weil dann konnte man keine Connection aufbauen. Das ist ja auch so eine Sache, man kann keine Connection aufbauen. Aber wenn du als Mann so wärst, wenn du wirklich als Mann kaum Augenkontakt mit der Frau halten könntest oder immer nur ganz kurz und dann wieder wegschauen würdest. Ich hatte mal einen Coaching-Teilnehmer, bei dem war das so, immer so, der wird weggeschaut. Das lässt sich einfach enorm unsicher wirken und es ist ja auch so, dass du unsicher bist, sonst wäre ja auch dein Augenkontaktverhalten nicht so. Deswegen ganz, ganz wichtig, die Frau liest unglaublich viel im Augenkontakt. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, wie lange man Augenkontakt halten soll und wo man Augenkontakt dann brechen kann. Wenn du darüber mehr erfahren willst, das ist der zweite Link in der Beschreibung, da erfährst du noch mehr zu dem Thema. Ansonsten geil, dass du da warst. Schreib mir gerne Videovorschläge und Meinungen zu diesem Video in die Kommentare. Links neben mir abonnierst du den Channel, wenn du es noch nicht gemacht hast. Unter mir kannst du dich für einen der letzten Coaching-Plätze dieses Jahr bewerben. Wenn ich mit dir losziehen soll, du mehr Erfolg mit Frauen haben willst, eine Freundin, mit vielen Frauen schlafen, was auch immer dein Ziel ist, wir kümmern uns drum. Unten rechts kommst du zu einem Video, das an das Video hier anknüpft. Ganz wichtig, da mal drauf zu klicken, wenn du bis hierhin geschaut hast. Geil, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.